Also die Kunst ist ein sehr altes Lebewesen. Ich glaube, dass sie sozusagen elaboriert erstmal vorkommt 40.000 Jahre vor Christus, ja, in Blaubeuren, ja, in den Menschen, die aus Afrika über den Orient bei uns Mitteleuropa besetzen, ja, und eine neue Gruppierung Homo sapiens entwickeln und die alten Formationen, die auch in uns sind, die wir in unseren Körpern mit uns tragen, ja, die überlagern. Und die Kunst entsteht dort mit Tanzen, zunächst mal nicht verbal. Die Wände werden bemalt, ja, die Höhlenwände. Aber das ist schon ein Zeichen, dass dort Menschen sitzen an einem Feuer, die sich etwas erzählen. Es entsteht ein Narrativ. Und das ist das, was die Kunst vermag. Sie kann etwas, was mir außen begegnet und was ich dort gar nicht verstehe, ja, auf mich beziehen. Und der Unterschied zwischen einer Information und einer Narration besteht darin, dass die Narration immer zweierlei ist. Etwas, was ich erfahre mit meinen Sinnen vom Außen oder von einem anderen Menschen und gleichzeitig das, was in mir, die Stimme in mir oder der Chor von Stimmen in mir, darauf antwortet. Wenn ich jetzt etwas ganz Widerwärtiges wahrnehme, wie zum Beispiel, dass Tiere getötet werden, ja, und zwar nur, damit unsere Mahlzeiten billig werden, ja, und die Erde verpestet wird, ja, dann ist das, da entsteht etwas Eigenartiges. Ich nehme das wahr und gleichzeitig wehrt sich etwas in mir. Das nennt man den Antirealismus des Gefühls. Ich will es gar nicht wissen, ist mein erster Impuls. Ich spuck's aus am liebsten. Ja? Ich mag's nicht. Und ich muss jetzt mit mir arbeiten und umgehen und einen Second Thought, einen zweiten Gedanken entwickeln und ein zweites Gefühl, mein Gefühl erneuern, bis es das wahrnimmt. Das kann Kunst vermitteln. Ja? Dazu brauche ich irgendwo mal einen Mittler. Und ein Kunstwerk, wenn es gelingt, ja, ist ein solcher Mittler. Es hat einen magischen Vorrat. Wenn früher die Inkas, ja, ihre langen Wanderungen machten, auf den sehr ausgebauten Straßen, die sie besaßen, dann hatten sie kleine Vorräte. Ja, sodass also ein Marschierer, ein Wanderer, ja, gewissermaßen überleben konnte. Ja. Und solche Vorräte gibt es spirituell auch. Ja. Und das ist die Magie. Und diese Magie ist im 18. Jahrhundert, ja, durch die Aufklärung nicht genügend geachtet worden. Ein Japaner sagte neulich zu mir, ihr in Mitteleuropa habt mit Immanuel Kant und auch der einfacheren Sortierung der Aufklärung eure Gespenster umgebracht. Ja? Ihr müsst welche in Japan einsammeln, ja, und in Europa auswildern. Denn ein gewisses Maß von Magie, nämlich Verbindung zwischen dem Außen, ja, und dem, was wir in uns tragen, ja, braucht ein Mensch wie Nahrung. Etwas in der Seele strebt eben, ja, nicht bloß zur Ernährung durch Korn oder Pilze oder andere Nahrungsmittel, sondern von etwas, was verbunden ist, ja, mit der Atmosphäre, mit dem Erdball, mit allen Pflanzen. Also das ist dann schon spirituell. Und die Kunst hat in der Renaissance etwas Wunderbares hervorgebracht, die Wunderkammern. Da ist die Wissenschaft neben der Alchemie, auch ein bisschen Aberglaube, auch mal so ein Finger von einem Heiligen, aber dann auch die Musik, die Texte der Antike, die Übersichten und dann eben die Dramen, und die Musik, ja, das heißt, das, was das Herz bewegt. Und dies wieder zu verbinden, dafür ist Öffentlichkeit da. Und innerhalb der Öffentlichkeit brauchen wir dort Stätten der Kunst. Und wenn wir jetzt sozusagen dieses falsche Verhältnis, dass wir zu den Meeren, ja, zu den Pflanzen, den Tieren, ja, also zu eigentlich dem haben, aus dem wir selbst kommen, wenn wir dieses schräge und schlechte und miserable Verhältnis, ja, richtig wahrnehmen und beantworten wollen, dann brauchen wir nicht nur einen Spiegel, der gibt 1:1 wieder, ja, sondern diesen Zauberspiegel, der ist die Kunst. Das ist Alice in Wonderland.
Ja. Das Poetische heißt sammeln. Wir haben von mehreren Dingen eine falsche Vorstellung. Wir haben zum Beispiel die Vorstellung, dass der Autor oder der Künstler so ein Art Dompteur sei. Ja? Und dann stehen die künstlerischen Löwen auf Podesten, was nicht ihre Art ist. Ja? Ich glaube, dass eigentlich die gärtnerische Fähigkeit der Brüder Grimm, ja, besser wiedergibt, was Kunst vermag, ja, wozu Poetik überhaupt da ist. Ja? Und jetzt verachten Sie nicht zu stark den Widerstand, den Unwillen der Menschen, etwas, was ihnen widerstrebt, wahrzunehmen. Ja? Denn da steckt genauso das Menschliche drin, also in der Leugnung, ja, der Wahrheit, ja, wie in der Suche nach der Wahrheit. Ja. Wenn Sie diese Leugnung nicht zulassen, den Widerstand, das im Zwerchfell, das lachen muss, ja, obwohl dein Potentat sagt, ich bin eine Autorität, ja, dem Widerstand, der in uns steckt, etwas Übles erst zu leugnen, dann zu betrauern und erst am Ende wahrzunehmen, ja, wenn Sie den Weg kurz machen, ja, dann kriegen Sie auch keine echte Gegenwehr. Ich sage Ihnen, die Vorstellung, dass man aus dem, was in der Protestbewegung von 68 in einer Woche von einer Gruppe in Frankfurt in Form von Pamphleten, so Zetteln, ja, gefordert wurde, wenn man das ausführen müsste oder würde, was recht gut wäre, würden 800 Leute 800 Jahre arbeiten. Ja? Das sind Programme. Und wir können in jedem Punkt, in dem einmal Menschen was Gutes gewollt haben, in der Französischen Revolution, ja, in der Enzyklopädie, ja, nach 1918, als sie sich besannen, ja, so einen Weltkrieg wollen wir nicht noch einmal, ja, nach 1945, wo wenig Zeit war, ja, wo man Naturalien sammeln muss, ja, um die Familie zu ernähren, aber wo auch ein Nullpunkt war, ein Resetpunkt. Ja. Und wenn wir da immer neu diachron ansetzen. Diachron heißt durch die Zeiten hindurch. Das ist wirklich Wand an Wand mit der Gegenwart. Oder anders gesagt, unsere Gegenwart taugt nichts, wenn die Stunde Null in ihr nicht vorkommt, in der wir uns ein Gewissen gemacht hatten. Ja? Und eigentlich doch im Moment den 12 Jahren davor abschwören wollten. Ja? Genau dasselbe, wenn Sie ein Ereignis nehmen wie Tschernobyl. Das hat mich bewegt, weil ich ganz junge Kinder hatte. Und wir sind nach Portugal geflüchtet, weil wir dachten, wir müssen möglichst weite Strecke, ja, zurücklegen und uns in Sicherheit bringen. Und so etwas ist inzwischen gar nicht mehr aktuell. Es ist schon von Fukushima überlagert, ja. Und es wird im Grunde im Laufe einer Arbeitswoche, ja, gründlich vergessen, ja. Und wir dürfen nichts davon vergessen und wir müssen die Gegenwehr, ja, gegen Partikel, ja, die 300.000 Jahre Halbwertzeit haben, ja, müssen wir neu aufnehmen. Denn dass wieder was passiert, das können wir als gewiss annehmen. Das ist jetzt nur die äußere Gefahr und das ist die Natur als Gegner. Sie ist aber auch unser Verbündeter, denn wir bestehen ja selber aus kräftigen Mengen von Natur. Unsere Zellen zum Beispiel, die sitzen nicht in unserem Hirn und gestalten Gedanken. Das sind aber wirkliche Künstler. Ja? Die lassen herein, ja? Und sie nehmen auf. Ja? Also sie lassen herein und sie lassen heraus. Sie atmen ein und sie atmen aus. Ja? Also wenn Sie die EU nehmen, ja? Die lieber Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, ja? Aber ihre Grenzen fest verschließt, ja, das wäre für eine Zelle ein Zelltod, ja, das macht die nicht. Das heißt, wir tragen in uns ein Gemeinwesen, das glücklicher zusammenarbeitet, als wir es tun in der Gesellschaft, ja, und die Leber fängt nicht an, ehrgeizig zu sagen, ich möchte Auge werden, ja, obwohl doch das Auge als vornehmer gilt, als die Darmzotte, nicht, das sind alles Stammzellen, ja, und jeder tut das Seine, to her tu pratein heißt das bei Sokrates, ja. Jeder tut das, was er kann, in einem großen kooperativen Zusammenhang. Dieses Gemeinwesen, das wir täglich mit uns tragen und das extrem alt ist, ja, es müssen drei Sonnen
explodieren, damit die Materie entsteht, aus der unser Erdball gemacht ist, der uns wiederum gemacht hat. Ja? Das sind alles Dinge, und die müssen wir sammeln. Wir müssen aus unserer Zeit Momente, Stunden, Tage herausschlagen, an denen wir nicht einfach schlafen, konsumieren, uns erholen, sondern indem wir sammeln, was wir an Erfahrung längst in uns tragen. Uns vergewissern, ja, wie reich eigentlich Lebewesen, die aus der Evolution kommen, sind, ja, und was für adäquate Gesellschaften sie finden können, sie erfinden könnten. Ja. Und da ist meinetwegen, wir sperren den Fuß zum Beispiel in Schuhe ein, lebenslänglich. Ja. Und dabei ist die Fußsohle eine sehr kluge Instanz. Es gab einen deutschen Obergefreiten, der kriegte eine solche Blase am Fuß im Jahr 1942, konnte nicht nach Stalingrad fahren, wandern, marschieren. Also war die Fußsohle klüger als sein Kopf. Ja? Denn der gehorchte Befehlen und die Fußsohle nicht. Und diese Dinge, ja, können wir sammeln, einander zuordnen, in Konstellationen bringen. Und das ist das, was hier so eine Ausstellung macht. Konstellation. Sehen Sie, da gibt es den großen Sonnenkörper mit seiner Gravitation. Ja? Und der ist mit keinem Gelenk, keiner Brücke, keiner Schraube verknüpft mit den Planeten, die sich aber sehr exakt um diesen Riesenkörper bewegen. Und um die Planeten wiederum die Monde. Ja? Das sind über 20 beim Jupiter. Ja? Und das geht bis zu den kleinen Stäubchen, ja? die wie Asche, ja, diese Sonne umrunden. Und das ist nur die Sonne. Ja? Jetzt haben Sie noch die Milchstraße dazu. Und Sie haben den ganzen Kosmos. Aus dem kommen wir. Und dann gibt es jetzt das Zweite, was ähnlich reich ist. Ja? Was mehr Besonderheiten und Einzelheiten hat als die Wüste Sahara. Das ist die Evolution. Ja? Und dort gibt es auch, die experimentiert ja. Die plant ja nicht. Das ist das Gegenteil einer Planwirtschaft. Ja? Sondern sie probiert, ja, am unwahrscheinlichsten Stelle macht sie etwas. Ja? Es ist sehr viel Lust da drin, ja? Auch sehr viel Bitterkeit, auch sehr viel Gier. Wir sind nicht die glücklichste Kombination dessen, was man aus der Evolution entwickeln kann. Wenn Sie zusehen, wie Gorillas lange Zeit, viele Jahre mit ihren Jungen umgehen, ja, dann können Sie sehen, dass diese Vegetarier ruhiger sind als wir. Weniger gierig, zärtlicher sind. Ja? Also King Kong, ja, ist tatsächlich ein guter Hirte für die kleine weiße Frau. Und er kämpft für sie gegen diese Flugzeuge. Ja? Alles das können wir sammeln, und zwar in uns sammeln. Kontemplation heißt auch nichts weiter als in sich etwas aufsammeln. Sie haben ja jetzt gesehen, wie sich eine breite Vorstellungskraft entwickelt, ja, im Lande Bayern. Ja, wenn Insekten, und zwar solche, die man sich vorstellen kann, die man glaubt zu kennen, ja, getötet werden, ja, dann stehen Menschen auf. Das heißt, sie können genauso gut sagen, besser als an die Klagemauer sich zu stellen und zu sagen, also wir Menschen sind aber doch sozusagen ein bisschen unfähig, ja, adäquat umzugehen mit den Tieren. Könnten Sie auch sagen, nein, seht hin, junge Leute, ja, machen das spontan. Ja? Und wir können uns dann aufmachen, diese Vorstellungskraft zu vermehren. Und dazu brauchen wir Objekte, Ausstellungen, Bilder. Und zwar wenig Bilder. Die Bilderflut, die Werbung über uns ausschüttet. Ja? Oder die Warenwelt, der Warenfetisch. Jede Ware sagt, ich bin hier, ja? Man kann mich kaufen. Ja? Ich habe einen Wert. In mich ist Kraft von Menschen eingebaut. Das sind ja alles auch Bilder. Und in diesen Bildern muss man Inseln errichten. Also wenn Sie zu viel Chips haben, haben Sie zu viel Algorithmen und zu viel Silizium. Zu viel Silizium nennt man eine Wüste. Ja? In einer Wüste gibt es aber Oasen. Und die sind immer ein Kunstprodukt. Eine Oase muss verteidigt werden gegen die wandernde Wüste. Ja? Sie muss Installationen haben, Brunnen, die tief graben. Ja? Das haben Araber in Cordoba. Ja? Die hatten ein Kanalbausystem der Bestklasse.
Davon hat es der Westen erst gelernt. Also die Ingenieure waren erst dort, ja, dann entstanden sie bei uns. Anders gesagt, hier alles das einsammeln, mitteilen, die öffentlichen Themen, ja, von Abstraktionen, wie meinetwegen Ökonomie, das ist eine Realität für Menschen, die darunter leiden, ja, aber es ist als Wort, ja, zu arm, ja, das alles in Ausstellungen verwandeln, vorführen, ja, mit Objekten, die mehr sagen, als man darüber sprechen kann. Und dann, also, dann kann man auch reden. Ja. Das sind unsere neuen Feuerchen. Also, und als das Feuer erfunden wurde, 800.000 Jahre vor unserer Zeit, ja, nicht, das waren Höhlen, ja, das waren Orte, an denen Menschen plötzlich aufeinander angewiesen sind, ja, und bei denen nachts durch dieses Feuer, ja, die Dunkelheit durchbrochen wird. Und das ist vor allen Dingen ein Ort zum Erzählen, der Mitteilung. Und da entstehen dann die Konzentrationen, ja, zu mehreren. Ja? Weil jeder Einzelne kann vor sich hinreden. Ja? Aber wenn sie untereinander geredet haben, und das ist eine ältere Frau, ja, und die kann Märchen daraus machen, ja, dann haben sie plötzlich das, was man Narrativ nennt und was in Menschenseelen automatisch eine Antwort erhält. Heinrich von Kleist beschreibt, wie er über seinen Büchern sitzt und neben ihm arbeitet seine Schwester im selben Raum. Und er sagt, die Gedanken entstehen dadurch, dass meine Schwester im Raum ist. Ja? Und sie denkt etwas, ich denke was und jetzt reden wir. Und dadurch ist wird eine Stimme hörbar, die in mir ist. Nicht ich spreche, sondern etwas ist in mir, welches spricht. Und da sind Sie schon bei Natur Nummer 1, die ist in uns. Ja? Und jetzt haben wir die Natur Nummer 2, ja? Unser Brüderchen, unsere Schwesterchen. Ja? Das sind die Tiere, das ist der Boden, das ist die Natur. Ja? Und die ist reich. Wenn Sie sich mal vorstellen, in Frankreich gibt es den Ausdruck Rhizom. Das ist für komplexes Denken der modernen französischen Theoretiker eine Kernkategorie. Ja? Und sie ist etwas anderes als Descartes Denken, etwas ist entweder ein Tier oder ein Mensch. Etwas ist entweder bewusst oder nicht bewusst. Ein Ding oder ein Mensch. Das ist dichotomisch. Und ein Rhizom buddelt unterirdisch. Ja? Und da sind meinetwegen 7 Quadratmeter Wurzelwerk von Pilzen, ja? Und ein Feld, gut bekannt, wo ich sie ernten kann. Das ist aber vielleicht nur 7 Quadratmeter. Ja? Und diese Tiefendimension, ja, die wird durch Ausstellungen und Kunstwerke erschlossen. Das sind Tunnel, das sind Grabestätten. Und eigentlich ist ein guter Künstler ein Archäologe. Ja? Er, der hier mit uns sitzt, ja, ein typischer Archäologe und Sammler, ein Gräber. Ja? Und Gräber, das können sein wie ein Maulwurf, und da guckt man hoch, ja, und dann gräbt er weiter. Aber es gibt auch viele andere wunderbare, unterirdisch wirkende Tiere. Ja. Und bei der See ist es ja sowieso so, ja, dass die meisten Lebewesen im Wasser schwimmen. Ja. Und das ist eigentlich, jetzt gehen wir mal wieder auf die Elemente. Ja. In der Kunst ist zunächst mal ein Element, übrigens auch eine Art, ja, die Neugier. Es gibt sozusagen Ornamentalisierer, die nicht neugierig sind, die also Kunst verwalten. Ja? Und die machen immer die machen schöne Worte. Ja? Und das würde ein wirklicher radikaler Künstler, also der nach den Wurzeln greift, ja, würde das sofort zerstören. Ja? James Joyce zerstört die normale Grammatik, ja? Und dringt vor dazu, wie Menschen wirklich sprechen in Dublin. Ja? Und das ist reich. Sie sagten jetzt, das zweite Element oder die zweite Art eines guten Künstlers ist, dass sie die Grenzen nicht achtet, die ihn von der Nachbardisziplin trennen. Schon die Neugier macht das, ja, dass er rüberschaut, ja, und auch rübergeht. Und die Grenzüberschreitung ist nicht ein Selbstzweck. Und sie darf auch nicht, dass die sehr spezifische Fähigkeit
das Besondere eines Metiers zu achten, unterlaufen. Wenn ich schreiben kann als Schriftsteller, bin ich noch nicht ein großer Fotograf. Wenn ich ein Filmemacher bin, bin ich ebenfalls etwas anderes als ein Fotograf, weil meine Bilder fließen ja, nicht? Ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter, ja, aber ich bin etwas anderes. Wenn ich jetzt sozusagen, aber ich bin nicht fest wie ein Ölgemälde, ja. Und so geht sozusagen das Metier, ja, ist eine der wichtigsten Dinge und das muss durchaus getrennt sein. Aber wenn ich zum Beispiel nach England fahre und plötzlich Englisch spreche, bleibe ich doch als Halberstädter in Halberstadt geboren, ja. Ich kann doch sowohl mich darüber bringen, wie mich als ein Interessierter, wie dieses andere Land aussieht, ja. Und so können wir damit umgehen. Jetzt das Dritte ist, es zum Dichten gehört eine bestimmte Art von Respekt vor dem Gegenstand. Ja? Die Dinge sind genauso Lebewesen. Ja? Insbesondere wenn sie von Menschen gemacht sind, sind sie nochmals, da steckt Lebenszeit drin. Karl Marx sagt, wenn ich in eine Maschine, eine gut gebaute Maschine, mit dem Taschenmesser hineinritze, müsste das Blut derjenigen herauskommen, die sie gebaut haben. Ja? Das ist eine Metapher. Ja, aber eine wertvolle Metapher, ja, die den Respekt lehrt, die Achtung vor dem Gegenstand. Ja. Ich könnte jetzt noch eine ganze Kette aufzählen, was einen guten Künstler ausmacht. Und wenn Sie es zusammensetzen, kommt nicht typische Beethoven-Bild raus, ja, der schon die Töne mit den Tönen nicht nur behutsam, sondern manchmal auch gewalttätig umgeht. Ja. Es kommt überhaupt nicht ein Potentat raus, ja, sondern es kommt ein Sammler raus. Es gibt in der Evolution einen Augenblick, der mich sehr begeistert, wo ich sagen würde, wir sollten beim nächsten Mal eine Ausstellung darüber machen. Das ist der Zeitpunkt, in dem die ursprünglich nur aus Haut bestehenden Lebewesen, wie die Medusen beispielsweise im Meer, die keinen Kopf und kein Rückgrat haben, ja? Hochintelligente Tiere. Also ich glaube, dass die, wenn wir mal aussterben, ja, uns ablösen könnten. Ganz Haut. Ja. Und jetzt entwickelt sich aber so etwas wie vorne um das gierige Maul. Ja. Und längere Zeit probiert die Evolution, sie kann nicht unterscheiden, ob der After frisst oder das Maul frisst. Das kehrt sich ein paar Mal um. Und dann gibt es eine Bahnung, wo sich zwei Arten, zwei Gattungen voneinander trennen. Und die eine hat das Bild, ein Rückgrat, Nervensystem und einen Kopf unten am Bauch und die anderen am Rücken. Wir sind Rückgratler. Ja? Die Bienen und die Insekten sind die Bauchgratler. Ja? Sind aber doch sehr verwandt. Also wir sind Spiegelbilder zunächst. Ja? Die können mit ihrem Skelett, die haben ja kein Skelett, sondern mit ihrem Chitinhülle, ja, sind die große Container, ja, und können eine bestimmte Größe nicht überschreiten, ja, dann zerbricht der Container. Sie sind eigentlich zeppelinartig gebaut, ja, und wir hängen unser Eiweiß, unsere Zellen, ja, an einem Gestänger auf, was günstiger ist und zum Beispiel den Elefanten ermöglicht, ja. Und jetzt, wenn Sie so von einer Insel des Lebens, das wären die Rückgratler, ja, wir, zu der anderen Insel des Lebens, das sind die Insekten, ja, darunter die Ameisen und die Bienen, rüberblicken, dann ist das so, als ob wir zu einem anderen Gestirn gucken. Ja. Und das muss uns unsere Hochachtung auslösen. Und das Hirn der Biene ist ganz anders gebaut als unseres, ja? Aber in manchen Punkten unserem überlegen. Und in manchen anderen Punkten sind wir denen überlegen. Nun sind wir im 21. Jahrhundert plötzlich, also seit 20 Jahren erst, ja, in einer ungewöhnlichen Lage. Algorithmen von Silicon Valley, ja, kommen mit großer Verfügungsmacht, ja. Und sie vereinigen übrigens auch Menschen. Ja? Also die Partizipation im Netz ist unglaublich. Ja? Und Brechts Vorstellung oder Enzensbergers Vorstellung, jeder Mensch ist ein Sender, ja? Ist fast momentlang
der Verwirklichung nahe gewesen. Inzwischen ist das schon wieder durch Oligarchien und Gesellschaften und Interessen, ja, und wenn Sie wollen, auch Raffung, Raffgier, die falsche Art des Sammelns, ja, nicht durch Verschlucken, ja, besetzt. Aber Sie haben hier den Algorithmus und der, wie verhält sich der zum Leben? Leben ist ja eine Produktion, ja, produziert. Und die Lebendigen produzieren auch Gegenstände, bauen was, ja. Häuser, Maschinen, Autos, Gesellschaft. Und für diese Produktion hat der Algorithmus wenig Sinn. Da gibt es sehr schnell dabei zu sagen, davon sind Teile überflüssig. Ich will nur das Ergebnis. Ja? Oder ich habe es ja schon. Ja? Und in Bangladesch wird der Rest zugebaut. Ja? Das ist eine der gefährlichsten Neuerungen, die es gibt, ja? Weil sie weglässt. Ja, abschneidet. Und wir müssen deswegen alle Kräfte, Künste und so weiter versammeln und uns vor den übrigen Tieren die Eigenschaften abgucken, die wir nicht selbst haben, ja, und anwenden, um Gegenalgorithmen, und zwar in der gleichen Massierung, zu entwickeln, die nicht etwa den Algorithmus bekämpfen, sondern ihn zu akzeptieren erlauben, weil dann Gleichgewichte entstehen. Ja. Gleichgewicht ist das Grundprinzip, ja, aller Besonderheiten, ja, aller, und ist der Verkehr der Elemente untereinander. Wenn Sie das Gleichgewicht verlieren, ja, haben Sie einen Vulkanausbruch, haben Sie die Springflut, ja, Sie haben die Vermüllung, ja, und so weiter. Das heißt gewissermaßen, wir müssen uns ganz kräftig ändern, ja, wenn wir unser Verhältnis zu der Welt, ja, zu den Dingen, zu den Elementen ändern wollen. Und hier ist eine Sache wichtig, die Entwicklung geht dabei nicht auf den Grundsätzen oder den Podien vor sich, ja, oder der ersten Seite einer Zeitung, sondern auf der Ebene der Besonderheiten, der Elemente. Ja. Gibt zum Beispiel einen Vorfahren von uns, ja, der kommt aus einer Tierart, die am Meeresboden ein langweiliges Leben verbringt, langweilig gesehen von uns. Ja? Und da sind die Larven auf die Idee gekommen, ja? Wir wollen nicht erwachsen werden. Solche Erwachsenen werden wir nicht. Ja? So wie die Mutter sagt 1968, mein Junge wird mal kein Kapitalist. Ja? Kommt hier in die Kita und wir erziehen den, ja, als freien Menschen. Gelingt nicht immer. Ja? Bei Herzeloide, bei Parsival, ja, kommt nach raus. Aber Sie wissen nicht, was nach 80 Generationen Positives rauskommt. Also gewissermaßen auf der Ebene dieser Besonderheiten, ja, der Elemente, ja, ist hier eine Juvenifizierung, eine Verjugendlichung seiner Zeit ausgebrochen. Und die sind die Ersten, die ein Rückgrat überhaupt und einen Kopf ausgebildet haben als Nicht-Erwachsene, haben sie sich untereinander vermehrt. Von denen stammen wir ab. Durch das Nadelöhr sind wir gegangen. Ich könnte Ihnen noch 10 andere Beispiele nennen, in denen wir selbst als Menschen durch so ein Nadelöhr gegangen sind, bei denen es auch hätte sein können, dass wir nicht überlebt hätten. Und wir haben es mehrfach getan. Das gibt eine gewisse Hoffnung und einen Mut. Das, was Sie hauptsächlich hier produzieren müssen, mit den Mitteln der Kunst, um einen Gegenalgorithmus zustande zu bringen, der ausgleicht, ja, ist, dass wir eine Massenproduktion an Mut, nicht Frechheit, nicht Wagemut, nicht Trotz, ja, sondern den Mut, sich der eigenen Fähigkeiten zu bedienen, den Mut, sie einzusammeln. Ja. Und das können Sie nicht mit Missmut machen, das können Sie nicht negativ denkend machen. Ja. Sie sollen aber ja auch nicht sei positiv unterschreiben, das gibt es ja nicht. Ja, sie wollen ja die Wahrheit auch haben. Und das ist wieder ein Gleichgewichtsverhältnis. Aber der Kern ist, wie listenreich, wo können wir uns Mut abgucken? Und ich möchte Ihnen da eine schöne Geschichte erzählen. Auf Wappen sehen wir ja als Mutbringer den Löwen, den Adler. Ja? Obwohl das Aasfresser sind. Und die männlichen Löwen sind nicht mutig. Die weiblichen sind es. Ja? Die Adler, ja, die flüchten vor dem nächststärkeren Tier. Ja. Und jetzt gibt es aber auf jüdischen Gräbern, ja,
von der Kabbala überliefert. Hasen. Man sagt Angsthase. Hier ist aber der Hase als ein Lebewesen des Muts dargestellt. Und Sie sehen dann in den Büchern, in den Buchmalereien, einen Hasen, der sitzt auf einem Hund mit einem Schwert und einem als Faltentrichter eine Eule. Sie merken, Sie können dem Hasen mehr zutrauen, ja, als man ihm zuschreibt. Und wenn Sie lesen, Down to the River, dann haben Sie wiederum eine Geschichte, wo Sie Mut von Karnickeln oder Hasen, ja, romanartig nachempfinden können. Also können Sie jetzt von einer Tiersorte, der wir nicht Mut zuschreiben, ja, den Mut des Erkennens ableiten. Das ist übrigens auch Gräbern, jüdischen Gräbern, das Tier, das zum Tod hin vermittelt und aus dem Tod wiederholt. Ja. Und dafür ist aber auch das Beobachten der Tiere natürlich. Aber natürlich, und ich sage Ihnen, das ist ein sehr kluges Tier. Ja. Und wir als Kinder haben die Hasenschule ja auch deswegen gerne gelesen, weil wir im Grunde wissen, dass es ein kluges Tier ist und dass schläfrig über vollgefressene Löwen ja, im Zoo ja, eventuell vielleicht auch langweilig anzusehen sind, wenn man es länger als 6 Stunden machen muss. Das sind kleine Umkehrungen ja, auf der Ebene der Elemente. Und diese Elemente können Sie neu zusammensetzen. Einen neuen Menschen können Sie nicht machen. Ja? Also ist sozusagen die Idee, jetzt kommt die Revolution von 1917, ja, und wir ändern alles. Das ist vielleicht eine Übertreibung. Ja? Aber was Sie machen können, ist jede einzelne Eigenschaft, angefangen vom Fingerspitzengefühl, ja, bis zur Beobachtungsfähigkeit, bis zur Fähigkeit des Ohrs, Unterschiede zu machen, ja, jede können Sie verändern ja, und anders zusammensetzen. Und das können Sie niemals alleine, sondern immer zusammen mit anderen. Ja. Und wenn ich andere sage, nicht nur andere Menschen, ja, sondern eben auch hier den Lebewesen im Moorsee, ja, der Geschichte des Salzes, ja, der Macht der Taifune, der aber auch ein schöner Landregen ja, verwandt ist. Ja. Das Wasser ist ja nicht moralisch. Ja. Sie hätten ein Algenlabor. Ja. Und sehen Sie mal, diese Algen ja, sind eine Welt für sich. Ja. Diese Dinge ja, auszustellen in Wunderkammern des 21. Jahrhunderts, ja, die unterscheiden sich durch den Inhalt, nicht aber durch die Art der Suche. Ja. Und da finde ich eben Arten zu unterscheiden ja, und Elemente zu sammeln ja, und bereitzustellen, ja, finde ich die Aufgabe des 21. Jahrhunderts.